ist gerade ein sehr merkwürdiges Gefühl, weil die auch irgendwie Löcher in den Van machen. Und natürlich, wie wir halt auch immer sind, haben wir auch noch nicht mal gefragt, was es kostet. Auf der Strecke zwischen Manitoba und Saskatchewan irgendwo verloren, aber wir haben die Kamera genau zum richtigen Moment wieder rausgeholt, denn wir sind mittlerweile in Alberta und wir sind hier im Dinosaur Provincial Park und es ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist jetzt seit langen Tagen mal wieder ein Ort, wo man so ankommt und denkt, krass, wie sieht's hier denn aus? Und ich meine, seht einfach selbst. Uns überlegt, hier eine Nacht zu bleiben in dem Dinosaur Provincial Park. Wir sind schon mittlerweile in der Off-Season unterwegs und deshalb ist der Campground, der hier direkt im Park ist, nicht mehr ganz so teuer, kostet nur noch $20 die Nacht. Es gibt nicht sehr viele Annehmlichkeiten, aber es ist einfach nur cool, hier in der Landschaft zu übernachten. Auch wenn es ein paar unangenehme Tiere hier hat. Oder die hier wohnen, wie zum Beispiel ein Skorpion oder die Schwarze Witwe oder Klapperschlangen. Und jetzt vor allem, wo hier überall so Laub rumliegt und die sich da so richtig super wohl drin fühlen, ist das ja eine unbehagliche Situation für uns, würde ich mal so sagen. Guten Morgen. Flight Mode. Wir sind heute Morgen etwas früher wach. Weil wir wollen uns heute ein bisschen sportlich betätigen. man kann hier von dem Campingplatz direkt so einen richtig schönen Trail loswandern und den wollen wir einfach ein bisschen entlang joggen heute Morgen und uns danach hier auf dem Campingplatz eine schöne heiße Dusche gönnen. Sprich, was hier heißt? Ich hoffe doch.
Und ja, frisch und munter in den Starttaten. In den Tag starten. Wir gehen jetzt übrigens auch nur duschen, weil es eine Dusche gibt. Wir haben gerade schon gesagt, dass es zeitmäßig noch gar nicht Zeit ist, sich eine Dusche zu suchen. Also wir fühlen uns noch gar nicht... Die letzte Dusche ist nämlich erst 3 Tage her. Ja. Aber wir nehmen einfach jede Dusche mal mit, die wir kriegen können. Das ist ein Vanlife, das sind 3 Tage, das ist wie frische Dusche. Das ist wie jeden Tag duschen. Ja. Bevor es für uns aber jetzt hier aus dem Park rausgeht, haben wir uns gedacht, so einen Mini-Trail nehmen wir noch mit. Wir wollen sowieso noch eine kleine Runde mit Pepper laufen. Das ist nicht sehr weit, aber dafür umso schöner. Und das machen wir jetzt mal. Oder Pep? Thank you.
Wir wollen natürlich nicht einfach so ohne Fakten euch hier mit hernehmen. Wir haben uns natürlich schlau gemacht. Wir haben hier nämlich einen Dinosaurier-AG-Experten. In der dritten Klasse. Aus der dritten Klasse. Darin bestand ein Ton, Dinosaurier auszumalen und die Namen zu lernen. Und ja, wir sind im Dinosaur Provincial Park und hier in diesem Nationalpark gibt es die meisten fossilen Funde aus der Dinosaurierzeit. Ist das nicht crazy? Es ist crazy. Ich antworte mal für die Community. Sehr gut. Ja, es ist einfach echt ein richtig magischer Ort irgendwie. Es ist auch so leise, also irgendwie fühlt sich alles so gedämpft an und zeug. Das war Sach- und Fachkunde mit Svenny und Basti. So hört sich das an, wenn Jessie nicht recherchiert. Vor ungefähr 20.000 Jahren war das hier alles auch noch Gletscher und Eis und ja, und jetzt kann man hier einfach 20.000 Jahre später, nachdem der Gletscher geschmolzen ist, kann man hier einfach rumwandern. Verrückt. Da steht Groot. Hose gerutscht? Ja, thank you. Fährt man geradeaus und dann auf einmal ganz hinten am Horizont blitzen so kleine Bergspitzen vor. Ich glaube, auf der Kamera konnte man es gerade gar nicht so gut erkennen, aber man kann die Rockies sehen. Hallo aus Calgary. Wir befinden uns so kurz vor den Rocky Mountains. Aber Ende der Woche soll schon Schnee und alles angesagt sein. Und deswegen machen wir jetzt noch ein paar Last-Minute-Vorbereitungen für den Schnee oder besser gesagt für die gesalzenen Straßen. Denn wir lassen unseren Unterboden noch wachsen. Oder haben es zumindest vor. Basti ist gerade schon ausgestiegen und hier ist eine Firma, die das wohl relativ zügig und günstig macht, ist natürlich dann nicht der beste und gründlichste Job, aber es hält für diesen Winter und wir können safe über die gesalzenen Straßen von Kanada und den USA auch fahren. Wir müssen ja noch eine Stunde warten und so lange machen wir uns Frühstück. Wir haben gestern noch richtig leckeres Schmackofatz-Brot geschenkt gekriegt. Zieht euch das rein. Fettes Sourdough-Brot. Richtig geil. Geschenk gekriegt. Wir hatten einen Price to pay for this. Ja, also es war eigentlich eine Pizzeria. Wir wollten Pizza essen, aber die Pizza ist da so gut, dass sie schon vor Ladenschluss ausverkauft waren an Pizza. Und dann hat er uns noch richtig nett Bruschettas gemacht. Richtig. Ja, richtig nett. Ja, wir haben dafür bezahlt. Ja. Aber er hat uns trotzdem noch, obwohl keine Gäste mehr. Also, und dann hat er uns noch zwei Bier und dieses Brot mitgegeben. Das Brot ist. Das war wirklich nett. Das stimmt. Aber Caesar Salad und Bruschetta, was natürlich vom Ding her mega ist, aber statt Pizza
Du hast überlebt. Ja, aber eine Pizza wäre schon geiler gewesen. Aber das holen wir nach. Dafür haben wir jetzt leckeres Brot. Das stimmt. Wir haben ein zu kleines Brett für unser Brot. Gerade ein sehr merkwürdiges Gefühl, weil die auch irgendwie Löcher in Wellen machen. Wir haben zwar sehr viel mit denen gesprochen und wir haben es auch, glaube ich, einigermaßen verstanden, aber auch irgendwie nicht so ganz. Naja, jetzt sitzen wir hier vorne und... Was wird denn gemacht mit den Löchern? Da wird Mittel reingesprüht, damit unten an den Seiten sich kein Rost bildet. Oder so. Und ja, dann wird noch von unten gesprüht. Hoffentlich. Hoffentlich. Glücklich sieht anders aus. Ja, irgendwie, wenn man nicht das gewöhnt ist, also was die da machen, dann fühlt es sich schon komisch an. Aber sie haben gesagt, sie wissen, was sie tun. Ja. Wir vertrauen da drauf jetzt einfach mal. Und natürlich, wie wir halt auch immer sind, haben wir auch noch nicht mal gefragt, was es kostet. Yay! Groot ist wieder aus der Werkstatt draußen. Er ist auch noch ganz und in allen Teilen. Der Unterboden ist gewachsen. Es hat jetzt letzten Endes irgendwie $160 oder so irgendwie gekostet. Also irgendwie so 120 Euro. Also gar kein so ein schlechter Preis. Und ich würde sagen, wir sind jetzt bereit für den kommenden Winter und machen uns auf den Weg Richtung Rockies. Abgefahren aus. Und irgendwie hat man das Gefühl, da kommt man noch gar nicht durch. Das ist wie so eine Mauer, die sich da aufbaut. Das sieht einfach total crazy aus. Es ist einfach nur flaches Land hier und dann kommt so eine Wand Berge. Aber es sieht nicht aus, also man kann schon ein bisschen Bergstruktur erkennen. Aber es sieht aus... Ja, nur die Silhouette. Nur die Silhouette von Bergen. Und es sieht aus, als wäre es so eine Pappwand, die man einfach so umschnipsen könnte. Eine riesig große Pappwand. Das ist witzig. Eben habe ich noch gesagt, es sieht aus wie eine Mauer, durch die man auf keinen Fall durchkommt. Jetzt sieht es aus wie Pappe, die man umschnipsen kann. Ja, aber es wechselt halt. Ja. Perspektive. Ja. Verrückt. Wir sind endlich in Banff angekommen und es ist verrückt oder nicht zu sagen atemberaubend. Das, was wir gestern Abend irgendwie nur in der Silhouette und irgendwie das alles nur erahnen konnten, das ist jetzt einfach nur crazy. So richtige Worte haben wir noch nicht dafür, also versuchen wir das später nochmal in Worte zu fassen. So, und wir haben, wie ihr seht, blauen Himmel, strahlende Sonne und
auch wenn es heute Nacht kalt war, es sollen noch so über 20 Grad die nächsten beiden Tage werden. Es könnte einfach nicht besser sein. Crazy! Wir haben es geschafft, wir haben die 3000 Kilometer quer durch Kanada zurückgelegt. Wahnsinn, so viele Kilometer, so eine gigantische Landschaft, die uns da begleitet hat. Aber viel, viel wichtiger, wir sind einfach jetzt hier. In einem kleinen Winterwunderland, direkt an einem See. Und wie wir hierher gekommen sind, dazu müsst ihr nächste Woche wieder einschalten. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr das Video nicht verpasst. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Danke, Ende.